Die Türkei führt derzeit Krieg. Krieg im eigenen Land. Die Armee kämpft gegen die verbotene kurdische PKK. Dass dieser Konflikt nach langem Waffenstillstand wieder ausgebrochen ist, mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass der türkische Machthaber Erdogan demnächst eine Wahl gewinnen will. Das zumindest vermuten viele Kurden. Und das trägt zur Verbitterung auch bei denen bei, die sonst vielleicht nicht mit den Untergrundkämpfern sympathisieren. Das alles passiert weit weg und ist doch ganz nah. Fast 200.000 Menschen leben ja bei uns in Berlin, 200.000 Menschen aus der Türkei. Ein Drittel von ihnen ist kurdischstämmig. Die Redaktionsräume der türkischen Zeitung Zaman in Mitte. Die Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden sind auch hier ein großes Thema. Die Journalisten analysieren, wie es zu der erneuten Gewalt kommen konnte. Der Redaktionsleiter hofft, dass beide Lager nicht wieder aneinander geraten. Ich hoffe, dass es eine Ausnahmeerscheinung bleibt und wünsche mir natürlich, dass Gewalt nicht zum Instrument wird, womit man politische Meinungsverschiedenheiten austrägt. Insofern glaube ich, dass bei 99% der türkischen Gemeinde, der türkischen Gemeinschaft, Gewalt auf Ablehnung stößt. Immer wieder gehen türkische und kurdische Gruppen auf die Straße, um je nach Standpunkt gegen die türkische Regierung oder gegen den PKK-Terror zu demonstrieren. Der Auslöser für die Demonstrationen waren Nachrichten aus der Türkei, wo es seit Tagen zu antikurdischen Kundgebungen kommt, seit die Kämpfe zwischen der Armee und der PKK eskalieren. Dabei starben bis jetzt über 80 Zivilisten, auch mindestens 118 Soldaten. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde, Beke Yilmaz, erlebt Berliner Türken in dieser Situation als aufgewühlt. Deshalb seien viele von ihnen auf die Straße gegangen. Und das geht natürlich einem nahe, 118 Opfer. Wenn in Europa, in Amerika 2-3 Opfer zu beklagen sind, gibt es einen riesen Aufschrei. Aber 118 Opfer wird in der westlichen Hemisphäre nicht so richtig wahrgenommen. Aber die Türkischstämmigen nehmen das natürlich wahr und darüber sind sie erbost. Bei den Demonstrationen der Türken zeigen viele das Handzeichen der Grauen Wölfe, einer ultranationalistischen und rassistischen Bewegung. Einige davon sollen nach der Demo kurdische Passanten angegriffen haben. Beke Yilmaz plant auch deshalb vorerst keine weiteren Kundgebungen und will Gewalt in den eigenen Reihen nicht dulden. Wenn beide Seiten, die Älteren, in meinem Alter und vielleicht noch Älteren, die Verantwortlichen in den Vereinen, ihre verantwortungsbewusst sind und diese wahrnehmen und die Jugendlichen beschwichtigen, gehe ich davon aus, dass es kein Problem mehr sein kann. Kottbusser Tor in Kreuzberg. Hier wurde letzten Sonntag ein Infostand der pro-kurdischen HDP-Partei von meist jugendlichen türkischen Demonstranten attackiert. Trotzdem ruft die Co-Vorsitzende der Partei beide Seiten zur Deeskalation auf. Ob das türkische Seite sind, kurdische, egal wer, es sind Menschen. Und ich rufe hier auf, lasst uns zusammenkommen. Lasst uns an einem Tisch sitzen und reden. Wie können wir unsere Jugendliche schützen? Nach dem Ausbruch der Gewalt nun versöhnliche Töne auf allen Seiten. Dass es hier friedlich bleibt, hängt auch davon ab, ob sich die Lage in der Türkei bald entschärft.